Hallo ihr Lieben, in diesem Video werden wir uns mit den Fensterzerlegungen Linearfaktoren beschäftigen. Was du dabei bereits wissen solltest, ist, wie man mit Hilfe des Produkt-Null-Satzes Nullstellen einer Polynomfunktion berechnet und wie man aus den Nullstellen einer Polynomfunktion diese Funktion erzeugt. Das Ziel für dieses Video ist es, Linearfaktoren kennenzulernen und eine Polynomfunktion in ihre einzelnen Linearfaktoren zu zerlegen. Fangen wir an. Wir haben hier eine kubische Polynomfunktion f mit der Funktionsgleichung f von x ist gleich minus 2x hoch 3 minus 15x² minus 22x plus 15 gegeben und wir wissen, ihre Nullstellen sind minus 5, minus 3 und 12. Versuche jetzt, wie in den letzten Videos, diese Funktion in einzelne Faktoren zu zerlegen. Pausiere dafür bitte das Video. Okay. Wie gehen wir hier am besten vor? Ja, wenn du dich an letztes Video zurückerinnerst, dann weißt du sicher noch, dass wir die Funktion erzeugt haben, indem wir die Nullstellen verwendet haben. Dasselbe können wir hier jetzt auch machen. Also, wir haben hier die Nullstellen minus 5, minus 3 und 1/2. Also können wir jetzt probieren, die einzelnen Faktoren daraus zu basteln. Also, als erstes haben wir x minus minus 5. Dann x minus minus 3. Und zuletzt x minus 1/2. Wenn du das jetzt alles ausmultiplizierst, dann wirst du sicher auffallen, dass ein Faktor fehlt, und zwar genau minus 2. Die Methode, die wir hier angewendet haben, nennt man auch Zerlegung in Linearfaktoren. Diese Methode können wir auch gleich nutzen, um eine Nullstelle herauszufinden, wenn wir andere schon kennen. Probieren wir das gleich aus. Wir haben eine kubische Polynomfunktion g gegeben mit der Funktionsgleichung x hoch 3 minus 12x² plus 41x minus 42 und wir wissen, sie hat die Nullstellen 2 und 3. Die dritte Nullstelle n kennen wir noch nicht. Die sollen wir jetzt herausfinden. Pausiere dafür bitte das Video und versuche es zunächst selber. Okay, also vorgehen tun wir genau wie vorhin. Also, wir zerlegen die Polynomfunktion in ihre Linearfaktoren. Das heißt, wir haben zunächst 1 mal x minus 2 mal x minus 3 mal x minus n. Und jetzt sollen wir n herausfinden. Wie machen wir das am besten? Das machen wir, indem wir die Funktion an der Stelle 0 betrachten. Weil dann verschwinden die ganzen x. Das heißt, wir haben übrig, g an der Stelle 0 ist gleich minus 42. Und das ist gleich minus 2 mal minus 3 mal minus n. Und durch Umformen erhalten wir n ist gleich 7. Du siehst also, mit Hilfe der Zerlegung Linearfaktoren können wir restliche Nullstellen, die wir noch nicht kennen, berechnen. Damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, dass ihr viel mitnehmen könnt. Bis zum nächsten Mal.